im Süden der Insel, in Tiliavila, etwa 40 Minuten mit dem Tuk-Tuk von Mirlissa entfernt, betreibt eine Arztfamilie eine Schlangenfarm, um Schlangengift für ayurvedische Medizin zu gewinnen. Dr. Viyayapala betreibt diese Schlangenfarm. Hier werden Schlangenbisse behandelt und ayurvedische Medikamente aus den Schlangengiften hergestellt. Die zweitgiftigste Holodariose. Ja, ja. Of course. Als erstes präsentiert uns der Doktor diese Kobra. Sie ist die zweitgiftigste Schlange in ganz Sri Lanka. Mit den Füßen provoziert er die Kobra, um uns zu zeigen, wie sie angreift. Wir erinnern uns an unseren Besuch in Kambodscha. Dort bekam ich ja zum ersten Mal im Leben eine Schlange um den Hals gelegt. Diesmal bekommt Doris diese freundliche Schlange um den Hals gelegt. She doesn't know that she's friendly, I think, so. But strong. How are they? Yeah. Tja, ist es umwickelt. Gezüchtet werden die Schlangen hier nicht, aber es werden immer wieder Schlangen aufgenommen, die die Einheimischen auffinden und hierher bringen oder halt vom Doktor abgeholt werden. So werden einerseits die Tiere vor dem Erschlagen gerettet, andererseits kann sich der Doktor weiter mit Gift und Gegengift beschäftigen. Der Doktor stammt aus einer Familie von Ayurveda-Doktoren, die ihr Wissen von Generation zu Generation innerhalb der Familie weitergeben. Viper. Oh, this is a viper? Very poisonous. Diese Viper hier ist die giftigste aller Schlangen auf Sri Lanka. Und ganz leicht. Light. Quick. Dr. Viyayapala erklärt uns, dass es insgesamt 150 verschiedene Schlangen gibt auf Sri Lanka, aber nur 7 davon sind wirklich giftig. Aus wie ein Alien, ne? Ja, luckily. Lächeln beide. Endlich wieder Haare. Wow, und eine da. Ja, wir erfahren, dass hier in Sri Lanka etwa 11 Menschen im Jahr durch Schlangenbisse sterben. Einfach deshalb, weil die meisten Bisse am Land, etwa im Reisfeld, erfolgen, weit weg vom nächsten Arzt oder Spital. Das hier ist die giftigste aller Schlangen auf Sri Lanka, eine Kleid. Das Gift der Kleid ist 15 Mal stärker als das der Kobra und ohne Antiserum immer tödlich. Innerhalb einer Stunde treten Lähmungserscheinungen auf, die zum Tode führen. Die nachtaktive Schlange tendiert dazu, sich als Schlafstelle für den Tag Betten, Schlafsäcke, Zelte usw. auszusuchen. Sie reagiert sehr aggressiv, wenn sie gestört wird, ist aber in Ortschaften relativ selten anzutreffen. Dies hier ist eine sogenannte Russell's Viper. Sie ist sehr gefürchtet für ihre Sprungattacken. Warte, dass sie jetzt ärgern. Ja, ja, damit sie mal anspringt. Wenn er gebissen wird. Heute scheint die Schlange aber keine Lust auf Sprungattacken zu haben. Also packt sie der Doktor und zeigt uns ihre Giftzähne. Die Zähne der Schlange dienen eigentlich nur dem Festhalten der Beute bzw. der Injektion des Giftes. Sie sitzen nur lose auf dem Kiefer auf und sind nicht fest mit ihm verwachsen. Alle Zähne sind nach hinten gerichtet. Versucht ein Beutetier, sich aus dem Biss der Schlange zu befreien, bohren sich die Zähne nur noch tiefer in seinen Körper. Dankeschön, genau.
Eine weitere Kobra. Ah, die schnappt schon. Aber auch Taranteln und vor allem Skorpione gibt es hier zu bestaunen. Hier auf der Schlangenfarm gibt es Pythons, Königskobras, Vipern und jede Menge anderer Art Schlangen zu bewundern. Und wie man sieht, darf man mit den Tieren auch behutsam Körperkontakt aufnehmen. Es folgt eine 20 Kilogramm schwere Python. What's the weight of this? 20. 20? Oh. 20 Kilo, na, die kann ich schon zerquetschen. Ja. Das ist wie ein Massagestöße. Ja, wenn sie mal wirklich umgeht. Gut, das ist eine Nackenmassage. Wir haben erst im 6. die Massage. Ui, ui, ui. Warte. Three colors, brown, black and white. Okay. Eine dreifärbige Kobra in den Farben braun, schwarz und weiß. White one is quite very rare. Okay. White one is very rare. Wie uns Chananda mitteilt, eine sehr seltene Schlange. Aufbewahrt werden all diese Tiere hier in dieser Scheune. Die Kästen, in denen die Schlangen aufbewahrt werden, sind aber entweder gar nicht gesichert oder mit offenen oder kaputten Vorhängeschlössern. So sieht es zumindest für uns aus. Sieben oder drei Schlangen insgesamt, sieben giftige. Der Doktor präsentiert uns ein paar Schlangeneier. An der Wand hängt das Skelett einer Viper. Das Skelett von einer Viper. Ach so, weiter. Ein echtes? Ja. Und damit endet unser Besuch in der Schlangenfarm. Wir kehren zurück in die Villa Nanda, wo wir gemeinsam mit Chananda Kaffee und Kuchen genießen. Srili nutzt in der Zwischenzeit wieder das größte Katzenklo der Welt. Das größte Katzenklo der Welt. Hey, Tür machen, Tür scheren, Schatzi. Redman is coming. Oder der Iceman, kann auch sein. Da gibt es nicht am Weg. Drauf, Tourschein, Scheiße. Und das nächste Mal bitte nicht genau auf unseren Weg. Ein schöner Tag geht dem Ende zu, gekrönt von einem herrlichen Sonnenuntergang. Wir bitten unseren Masseur, uns vor dem Sonnenuntergang zu filmen. Aber irgendwie klappt das nicht so richtig und es wird zu spät. Just. Yeah, it's already recording. Don't put. It's okay. Hey. Yeah. Tomorrow again. Tomorrow again. Yeah. Too late. Finish. Finish. Tomorrow. Thank you.